Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport USA hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und es gab einen Patch. Und dieser Patch ist richtig toll, denn es soll möglich sein. Ich kann noch mal ganz kurz gucken jetzt hier. Nee, da haben wir es nicht. Hier war es. Automatische Wartung zu aktivieren. Mit dieser Option stellen alle Traktionen dann selbstständig die Wartung. Ich hoffe, dass es jetzt für alle zählt. Und wir werden jetzt einfach mal alle Depots. Ja, das zählt für alle. So weit ausbauen, damit die das dann auch machen. Damit nämlich überall in unseren Depots, die wir alle besitzen, die ganzen LKWs sich automatisch reparieren können. Ist das nicht toll? Ich finde, das ist richtig toll. Müssen wir jetzt uns noch einmal durchklickern und hoffen, dass wir den. Oh Gott. Stimmt, die Liste, die ändert sich ja immer, ne? Des Moines haben wir, so Oklahoma City haben wir, jetzt ist San Antonio haben wir, so Memphis haben wir auch. Ich das irgendwo, kann ich das irgendwo sehen? Memphis, Savannah? Ah. Savannah, Boston wäre jetzt, Boston haben wir aber, San Antonio, haben wir Boston? Boston haben wir. So, Augusta, Savannah, Memphis, Oklahoma City, Bismarck. Haben wir auch. Bismarck Rapid City wollen wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Okay, erweitern. Müssen wir das mal alles schnell mal durchmachen hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anstrengend. San Francisco haben wir schon. Dann müsste es doch alle gewesen sein. Müssen wir überall einmal gewesen sein. Gut. Also jetzt haben wir zumindest, können wir jetzt mal die Zeit anmachen. So. Machen wir mehr Zeit. Mehr Zeit. So. Achso, und was man noch gucken kann, es soll ja einige Fixes geben. Dann gucken wir doch mal glatt weg, ob wir jetzt, da wir ja Tycoon sind, was wir mehr werden sollen, uns die Autohängerkonzession, ne, den Bug, den gibt's noch. Die Autohängerkonzession kriegen wir immer noch nicht. Wir müssen also versuchen, die Autoindustrie davon zu überzeugen, dass wir richtig gut sind, ohne dass wir die Autohängerkonzession haben. Finde ich natürlich ein bisschen mäh, aber na gut. Achso, und was man noch kann, ist, untätige Fahrer kann man jetzt schulen. Oh, diese Katze. So, und zwar können wir alle untätigen Fahrer, wie jetzt, was weiß ich jetzt ihm hier, können wir sagen, hey, mach doch mal Lizenzschulung, mach doch mal Gefahrengut. Kostet 3000 für 2 Tage, dein neues Gehalt wäre dann um 200 höher und 20 Cent pro Meile. Nee, 20 sind es gar nicht, 15 Cent pro Meile. Ne? So kann man die Schüler, die Leute schulen. Ich habe jetzt auf Abbrechen geklickt. Ich hoffe, dann passiert. Achso, ja, dann wieder ganz oben. Ja, die Sortierung ist dann wieder neu. Also es muss doch nicht sein. Leute. Man kann sich doch merken, in welchen Index man war in der Liste. Ich habe meiner Katze ein neues Spielzeug mit Catnip geschenkt. Das war eine dumme Idee. Es war wahrlich eine dumme Idee. So, wer steht denn jetzt hier alles dumm rum? So. Dann müssen wir da erstmal hin in diese. Wunderschöne Sache, dann kann man da nicht rein scrollen, weil man auf den Track zeigt. Ah, das ist echt. Also in der Bedienung, Leute, könnt ihr euch echt noch verbessern. So, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier, weil wir haben jetzt ja 2 Inaktive und zwar ist das ein Kühler. Einen Kühler, der hier vielleicht eventuell was herliefern kann. Gekühlte Waren von Albuquerque, 16 Fahrten. Bräuchten wir 16 Tracks, haben wir nicht. Gut. Dann haben wir leider nichts dieser Art. Für unsere Stadt hier. Dann gucken wir mal hier, ob ihr vielleicht gekühlte Waren. Boy City hier, gekühlte Waren von Seattle für 2 Trucks. Jo, dann nehmen wir. So. Ja. Ist jetzt nicht die meiste Kohle, die wir damit machen, aber die Trucks sind wenigstens beschäftigt. Und wir pushen Seattle ein bisschen. So. Auf geht's. Weil wir haben ja immer noch das große Ziel und müssen ja laut Aufgabenzettel hier die Hedge Manufacturing Ansässigen in Seattle auf Level 4 bringen und ja, jetzt sind wir gerade auf Level 2 aufgestiegen. Also haben wir gut zu tun. So, da sind aber immer die hier beschäftigt mit, ne? Na gut, die haben 15 Fahrten noch bei 9 Trucks. Da geht das erstmal. Ja, das Problem an der Sache ist halt wirklich, dass wir die Autolizenz aber nicht kaufen können. Ich verstehe es nicht, warum, was wir falsch gemacht haben. Ob ich dann einfach einmal
Mir echt, nee, das ist mir echt zu doof. Also man kann ja so ein Spiel echt. Wieso hat der Tanker nichts zu tun? Oh, fährt er zur Reparatur? Das ist immer so ein Ding, ne? Da darf man dann natürlich auch nicht. Ja, jetzt fährt er zur Reparatur. Alles klar. Ist das geil. Sie fahren automatisch zur nächstbesten und lassen sich reparieren und. Okay. Zack. Oh. Da muss man sich nicht mit. Oh, das ist ja. Das ist ja wie Balsam auf der Seele. Jetzt müsste es nur noch hier drinnen dann richtig deklariert sein, dass wenn der zur Reparatur fährt, na der hier, dass der eigentlich angezeigt wird als Kaffeetrinker. Das wäre noch richtig geil, Leute. Also ist ja schön und gut, dass ihr jetzt das da oben und alles toll, aber naja, gut. Was war denn jetzt für eine Nachricht überhaupt? Auftrag erfüllt, Young Health. Hier. Ach, das ist der Tanker, alles klar. Bei den Tankern ist ja eh gerade Krise, da will ich jetzt nämlich, deswegen will ich auch nichts Neues bei den Tankern anfangen. Jetzt hätte ich die schon längst mit hier hochgezogen, dass die hier dann Kraftstoff oder so in die Fabrik mitbringen. So, jetzt sind es hier zwei. Der Kühler wieder, steht er wieder? Ja, der steht langsam wieder. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob hier Autoindustrie, Kühler, gute Waren, immer noch was für 16 Fahrzeuge, habe ich nicht. Ich will das Auto so darüber, dass man nichts hinbringen kann. So, hier 10 Fahrten von Seattle. Boah, ist für 3 Trucks. Ja, komm, komm. Was man hat, dann hat man. Auf geht's. Zumindest ist jetzt unten der Schraubenschlüssel hier dran. Ne? Das ist schon mal gut. Aber der müsste schon dran sein, wenn sie dann reinfahren, dass man das wirklich sieht, dass das wegen der Reparaturfahrt ist. Ne? Also. So, 16 Millionen Einnahmen hatten wir, 5 Millionen Ausgaben, 11 Millionen Gewinn. Ja, läuft nicht schlecht, würde ich sagen. Ne? Läuft nicht schlecht für uns. Wie sieht der Auftrag hier aus? Achso, das haben sie auch geändert. Man sieht jetzt die Stunden dahinter. Wie viele Stunden man noch hat, den Auftrag auszuführen. Also sie haben viele kleine Besserungen eingebaut. Man muss sagen, noch nicht alles. Ist super. Aber es wird. Es wird. Wird aber auch Zeit, ne? Das Spiel ist jetzt ein halbes Jahr raus oder so. Dass man da so langsam aber sicher mal eine fertige Software kriegt, wäre schon geil. Muss man ja ehrlich mal sagen. So, bei den Kühlern sind sie jetzt natürlich hier wahrscheinlich. Ne, wo ist der Kühler? Hier. Da sind sie jetzt schon wieder am Baden, ne? Jojo, da sind sie schon wieder am Baden. Gucken wir mal hier. Kühler, nein. Aber immer auf den gleichen Scheiß. Hierher, kühlte Waren in eine Fahrt, zwei Fahrten, also das ist ja für ein Quatsch. 20 Fahrten Arzneimittel von Portland. Ja, komm her, hopp. Also ich mache mir hier oben gerade auf den Kühlerpreis, glaube ich, richtig kaputt. Nein, ja, ja. Kühler Baby. Muss, das ist auch, naja. Auch sowas, dass diese Leisten immer wieder springen, ne? Ich glaube, sie haben ihr eigenes Spiel nie irgendwie versucht, zu Ende zu spielen. Aber das ist ärgerlich. Na gut, aber wir haben einen neuen Patch und es sind ein paar schöne Verbesserungen dabei. Wollen wir aber nicht allzu sehr meckern. So, hier sind 3 von 2 zur Reparatur. Warum sind die hier zur Reparatur? Muss ich das jetzt verstehen? Waren die auch freiwillig zu Mighty Mike dann, ja? Ich meine, ist ja okay, aber. So, jetzt fangen die Leute hier an zu stehen. Ja, okay, das ist gut. Dann können wir hier einen neuen Auftrag machen. Und zwar 20 Fahrten Vorräte von Portland nach Seattle. Fuck. Das sollte relativ schnell sich erledigen. Oh nein, ja. Jetzt noch mal erstmal San Francisco nach ganz oben. Mach das aus. Ernsthaft? Oh. Also die Momente, wenn er automatisch die Zeit wieder startet, ne, sind aber auch, sagen wir mal, recht unbrauchbar. Warum ist die Liste jetzt von Augusta an? Obwohl ich in San Francisco war und vorhin die ganze Liste jedes Mal umgedreht war. So, gut.
Haben wir einmal mehr geflucht. Hallo? Ja. Wird stabilisiert sich bei den Tankern, das finde ich schon mal gut. Spezialauftrag in New York City. Was hast du denn da? Da hast du hier. Nee, 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 nee. Die brauche ich alle woanders. Die könnte ich zwar, aber die. Ja, das ist eine schöne Bonuszahlung, aber. Nö, danke. So. Handelszentrum Boise ist auf. Boys auf 3 aufgestiegen. So. Also bei den Tankern da. Mann, da normalisiert sich was. Gucken wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Wir hätten hier Chemikalien von Los Angeles in 15 Fahrten. Und Chemikalien von das würde uns aber 10 Punkte bringen, ne? Also das wäre schon nicht schlecht. Das Problem an der Sache ist, wir haben, glaube ich, wie viel Tracks haben wir von 10? Na ja, gut, das geht noch. Haben wir nicht mal 12 davon gehabt? Oh, nobody knows it. Da würde ich nämlich das erstmal abbrechen und würde dann sagen, dann machen wir das hier oben erstmal mit. Na? 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 Ja. So, ja. Mal gucken, wie er da wieder mit den Tracks durcheinander kommt. Aber egal. So, dann lass sie dann einmal kurz hier hochdüsen. Ein Auftrag mehr, der hierher gebracht wird. Und dann, naja, Robots, das ist sehr gut. Was ist denn nur wieder? Ist die da stehen? Nicht richtig, nee. Ich jetzt stehen schon wieder hier. Kühler kriegen wir stehen. Die Kühlaufträge. Gucken wir nochmal, ob was wir hier Schönes haben. Kühler. 15 Fahrten. Okay. Kühler. So. 2 Fahrten, 15 Fahrten und endlich Obst und Gemüse. Arzneimittel 20. Hier kommen 20 Arzneimittelfahrten. 4 Tagen von Portland. Das geht mit euch auf jeden Fall. Aber der Preis ist wirklich kaputt. Also das kann man nicht anders sagen, den Preis habe ich mir ordentlich kaputt gemacht. Aber hey, scheißegal. So. Mal gucken, wann die ersten Tanker hier oben ankommen. Jo. Jo. Warte nur schon wieder. Erstens, warum weißt du nicht, was du machen sollst? Du fährst gerade hier zur Reparatur, oder? Ne? Was? Wieso weißt du nichts, was du zu machen hast? Daumen drauf, zack, fertig aus. So. Und du kannst einen neuen Auftrag kriegen von hier. Also hierher. So. Ach du Grüne. Die werden ja auch immer weniger. Jetzt wird's schwierig. Naja, wenn man nur hinliefert zu einem Autounternehmen und nichts wegfährt, ne? Ja. Dann kriegt man da keine Aufträge von mir, ne? Oh nein. So. Hier gibt's nichts mehr. Von hier haben wir ja nur. Könnten wir nur Auto fahren, aber. Lizenz haben wir nicht. So. Ja, gut, ne? Dann würde ich sagen. Guckst du doch mal, was hast du denn hier hin? Da, Portland, Seattle, Plastik. Ab dafür. So, du da drauf. Und weiter geht's. Manufacturing ist auf Level 3 angestiegen. Das ist schon mal gut. Wenn jetzt der Auftrag noch fertig wird hier rechtzeitig. Dann haben wir mal 10 Punkte mehr, wo sind wir denn dann, ne? Bei 60, also noch 2 solche Aufträge, dann haben wir das, haben wir das auch geschafft. Dann müssen wir mal gucken, was dann uns als nächstes blüht. So, dann können wir jetzt nochmal, wenn wir denn wieder draufgehen könnten. Haben sie denn jetzt Kühler hierher? Nein, haben sie nicht. Ach, das ist doch schade. So, Kühler hierher, irgendwas, was viele Fahrten hat am besten hier. 20 Fahrten, erzählen wir. Musst du irgendwann mal auf den Portland, das ist doch auf Level 4. Ah, das ist für sie Trax, ne? Neuen Hammer hier, komm. Anna. Danach kriegen wir noch 50 Fahrten. Na ja, das ist gut. So. 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 Mal gucken, ob der Auftrag nachher noch da ist mit den 50 Fahrten. Den auch noch machen können. So, hätte ich schon den Auftrag erfüllt.
bringt 3 Punkte nochmal. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist mit dir los? Hat der wieder vergessen, was er machen soll? Oder 11 Trucks. Nur 12 davon? Naja, gut, okay. So. Keine Ahnung. Ja, ja. Mehr Geld kannst du haben. So. Gut. Wie das hier weitergeht und ob wir dann weitere Aufträge bekommen, um die Autoindustrie fertig zu machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Das war eine Runde Fence Road USA hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns morgen. Tschüss.